Ja, weiter geht es hier mit Black Desert und ich bin immer noch bei in der Saunil-Kämpfer-Breitenschlucht am direkt am Weitermachen. Ich habe gedacht, ich nehme direkt weiter auf. Im vorherigen Video habe ich hier versucht, die Effektivität herauszufinden von diesem Spot und von grundsätzlich hier die Quests machen, Quests weitermachen. Und ja, ich werde hier mal einfach mal jetzt weiterkloppen. Ich habe hier innerhalb der letzten 24 Minuten das alles hier gedroppt. Ah, bis auf ehrlich. Der Hebel ist nicht von hier. Und die Dinger sind nicht von hier. Aber ich meine jetzt hier zum Beispiel die zwei Saunil-Rüstungen, die drei Waffensteine und die Gürtel und Schuhe und Waffe und Rüstung. Und das. Oha! Geil. 11.000. Und die hier natürlich, ne? Das sind auch noch 150.000. Die Dinger hier und was hier so rumlödelt. Naja, wir machen direkt mal weiter hier. Die einen mögen das Grind nicht. Ich erzähle ja auch zwischendurch immer mal einen Schwank aus der Jugend. Und also ich weiß, dass man immer mal wieder ein, zwei Waffensteine hintereinander droppt. Manchmal auch mal einen dritten. Man kann aber auch mal anderthalb Stunden einfach nichts droppen, wo man denkt, was? Diese Ecke, die hier ist hier drüben eben etwas stärker. Mit etwas anderen Items. Unter anderem die Jurya Axt, die dann immer 50.000 gibt. Jurya Bogen 200.000. Nur da hinten habe ich bis jetzt erst zwei Rüstungssteine, ein Waffenstein gefunden. In 5 Stunden, 6 Stunden Farm. Oh, meine Nase brennt voll. Bin natürlich immer noch krank. So wie sich das gehört für einen Warmblüter. Heißt das so? Also wenn es mir hier in Deutschland zu kalt ist, müsste ich ja eigentlich ein Kaltblüter sein, denn ich brauche die Sonne, um warm zu werden. Richtig. Also bin ich ein Kaltblüter. Ja. So, also ich kann nicht, boah. Also ich habe, das ist kein Witz, ja. Also ich erzähle nur mal so, nebenbei, ich erzähle zu 99,9% keine Lügengeschichten. Es sei denn, ich habe eine Psychose. Ich habe in meiner Jugend mit 16, 17, habe ich im Sommer sogar Skianzug getragen. Der Grund war, ich konnte mir nichts Besseres leisten oder habe halt gedacht, komm, das Geld kannst du auch für Drogen ausgeben oder für Alkohol und Handys und Partys und was weiß ich was. Und habe dann ich hatte so eine Latzhose, da habe ich den Latz obenrum abgeschnitten, gesaumt war es innen drin gar nicht, also es war halt glatt innen, glatt außen, halt, ne, wie so eine Skihose, war in blau und war halt da drin, das Futter war halt, er ja, war nicht dick, ja, das war so, und war halt innen drin mit Kunstfaser, so wie aus dem Kopfkissen, dieses komische Knisselzeug, ja. Und das habe ich im Sommer getragen, den ganzen Sommer lang. Und also natürlich nicht von Anfang bis zum Ende, sondern ne, von Anfang bis zum Ende mit regelmäßig waschen und so. Und ja, das habe ich da auch damals gekonnt. Ich habe früher auch ohne Oberteil geschlafen. Mittlerweile geht das nicht mehr, weil ich ja durch meine Arthritis, weil ich ja Arthritis als Krankheit habe, angeblich. Jetzt haben wir auch einen neuen Verdacht, dass ich vielleicht eine andere Möglichkeit der Symptome sich ergibt. Also ich habe ja Gelenkschmerzen und Schwellungen und blutende Gelenke und sowas. Und das ist halt durch die Psoriasis-Arthritis, Schuppenflecht-Arthritis. Und ja, ich habe halt eine geschwungene Wellenzunge. Und das heißt laut Ärztekatalog, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe und die Hälfte meiner Autoimmunreaktionssymptome zeigen wohl, dass ich auch deswegen sowas entwickelt habe oder so, weiß ich nicht. Ja, man kann ja eine schwache Art von Arthritis haben, die dann ab und an mal auftritt. Ich hatte auch als Kind schon immer Hüftprobleme und Rückenschmerzen und Fingerprobleme, ja, also Schmerzen in den Fingern und so. Aber so ist das halt, ja, könnte ein Trigger sein oder wie man das nennt, ja, etwas
Auslösendes in meiner körperlichen Funktion. Wer weiß. Oder die Unterfunktion ist dadurch ausgelöst worden. Psoriasis ist eine Autoimmunkrankheit. Also gehört in diese Kategorie. Dementsprechend habe ich auch viele Allergien entwickelt, ja. Und weil es kommt Quecksilbervergiftung und so ein Scheiß noch. Und das ja, wenn man einfach, das ist halt immer, die Leute sagen immer, ja, Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. Ja. Rauchen alleine, wenn du dich so gesund ernährst und sowas, da wirst du wahrscheinlich trotzdem mit alt werden. Wenn du aber von Haus aus ein schwaches Immunsystem hast, schwache, alles Mögliche halt im Körper nicht gut ist und du dann nebenbei auch noch auf der Rennbahn arbeitest, den ganzen Tag noch im Qualm von anderen Autos einatmest und dann den ganzen Tag noch säufst, dann weiß man, dass sowas halt mit dazu führt, dass man das einem schlechter geht, ja. Ist halt zum Beispiel, ich bin Hörgerätakustiker, ich habe da Ahnung von, wie zum Beispiel das Rauchen deinen Blutkreislauf verringert. Also die Adern verengen sich und dementsprechend hast du halt eine schlechte Blutversorgung im Ohr und kannst einen Tinnitus durchs Rauchen entwickeln. So, ja, so kann man das halt, ja, also eine Ohrschädigung, ja, also, direkt, dass man jetzt Rauchen dann ein Tinnitus hat, natürlich nicht, aber ich sage, die Summe der einzelnen Teilchen macht ein Ganzes aus. So, wie ihr gerade gemerkt habt, habe ich jetzt hier nochmal 6 Minuten drangehängt, 7 Minuten drangehängt und es nichts weiteres gedroppt. Das ist eben genau das, was ich sage. Also ich müsste jetzt hier eigentlich nochmal bis zum nächsten 2 Drops weiter kloppen. Ja. Um zu sehen, ob das jetzt hier wirklich nur einmalig war mit den Drops oder nicht, machen wir mal hier noch bis auf 500 voll. Dann nehmen wir die nämlich weg. Oh, Katapult habe ich jetzt auch. Sehr schön. Ja. Die sind aber auch alle hier immer mit anderen Gegnern beschäftigt, ne? Also die hängen ja dann immer hier in den Dings. Da muss man immer zu diesen Pools gehen, wo die sich dann gegenseitig wegkloppen. Und befreist dann halt die Spieler, die NPCs von den Mobs. Und ja, kann er sich auch ein bisschen durchatmen. Hier hinten war mal ganz gut. Hier hinten, die waren auf jeden Fall immer alleine unterwegs. Da kommt die oder kommt die nicht? So, kommen die anderen nämlich auch. Hallo? Im Vollgehalt. So. Ja, wieder 2 Minuten um und ist wieder kein Drop dabei gewesen. Als schon, ja. Ich sag halt, das ist, hier ist wirklich, manche Leute, die haben 100 Millionen am Konto und ich finde, ja, nicht so meine Drops, wie ich mir wünschen würde. Ich hätte vielleicht doch am Anfang noch mehr farmen sollen. Ich habe mir gedacht, also farmst du jetzt nicht im Blöden, wenn nachher, also es war ja, es sind ja die Mobs, die ja jetzt nicht so schwer. Auch selbst die Ogger mache ich mittlerweile solo. Und das mit plus 5 und so, ja. Also ich könnte mit relativ geringen 2-3 Millionen könnte ich mir jetzt nochmal um 20-30 Deft drauf machen. Hallo, stirb doch, du Sau. Nur ich habe mir gedacht, bevor ich das mache, spare ich das lieber für vernünftiges Equip, so wie jetzt das Grunil-Set. Ja, aber echt eine lahme Respawn-Zeit. Also das ist doch etwas erschreckend. Hallo?
kann ihn selber gar nicht angreifen, okay. Was schieße ich jetzt denn da rein? So. Und ja. So sieht das aus hier. Ich habe auch manchmal die Ahnung, oder die Vermutung, ist ja so wie jetzt hier auch. Das ist, wenn ich in andere Spots gehe oder... Ich gehe halt immer dahin, wo keine Gegner sind, ja? Wo keine Gegner sind. Richtig. Und es kann natürlich sein, dass umso länger die Mobs stehen, umso höher die Chance ist, dass da was raustroppt. Oder vielleicht droppen wir auch hier diese Stürmer öfter. Ach ne, die Stürmer geben die Marke, sehe ich gerade im Chat. Aha. Ja, ich habe schon gedacht, das kann ja an so vielen Sachen liegen. Ja? Also man kann ja Mechaniken einbauen, wie unterschiedliche Skills benutzen. Ja, also umso mehr verschiedene Skills oder wenn jemand Kombos benutzt, ist die Droprate höher oder... Okay, das Ding habe ich. Was ist los? Hallo. Machen wir das halt so. Eingesammelt? Sammel! Hey. Ja, danke. Ja. Montalis Ring erfolgreich verstärkt. Hayabusa. Ja, also XP gibt es ja auf jeden Fall nicht so viel wie an manch anderen Spots, weil hier die halt alle schon grau sind. Die grauen, die geben halt viel wie 3 Grüne, glaube ich. So. Jetzt hoffe ich mal, dass hier noch ein ordentlicher Drop bei ist. Ja, Jurea-Gürtel. Können wir weitergehen. So, dann bringen wir die Quest weg und zwar wo? Da drin, okay. Dann versuchen wir mal irgendwo da reinzukommen. Sprich, wir klettern irgendwo dran hoch. Und nehmen natürlich die Leute mit, die wir hinter uns herziehen. Nicht blöd, ne? Aber ist eine fucking nice Ecke. Kann ich mit Sicherheit besten Wissens, guten Gewissens empfehlen. Und du hast mal auch das Ding hier gegen meinen Kopf zu ziehen. Pfeil? Mhm. Sie auch zum ersten Mal. Also haben wir jetzt 500? Ja, 527 passt. Und... Ja, wo kommen wir denn hier rüber? Da hinten, okay. Gegner? Nö. Aber ich kann hier mal noch ein Kügelchen reinschmeißen. Ja, ich bin schon so ein kleiner, wenn ich schon mal am Farm bin, dann bleibe ich auch dran eigentlich. Nur ohne Drops ist immer... Ist sogar egal, was er bringt, ja? Also, nicht ganz egal, aber wenn es dann halt nur 10.000 bringt, anstatt die 100 oder 500.000, sage ich trotzdem, yay, yay, yay. So, mein Freund. Angel oder Stein? Nehmen wir die Angel. Angel ist immer gut. Angel bringt auch Titel und so ein Zeug. So. Hier ist dann... Oh, wer ist das denn? Hä? Ach, da oben. Ey, wieso sagst du das nicht eher, Mann? Da fehlt dieses Hey, hey. Ja? Schreien. Dass die Leute sagen... Can you help me? I have a question for you. Please call again later. Ja. Labor erforschen. There must be
Aber... Hallo? Danke. Schon mal einen Laden und Reparatur hier. Das ist sehr fett. Was verticken wir denn hier? Ist er da? Ne, er ist der Waffenhändler. Wer ist denn der Typ? Shit, Alter. Sorry. Na gut, ich muss mir jetzt immer die Nase putzen. Aber wo ist denn der? War der das? Wie hieß der? Karkinov. Aber hier ist kein Karkinov. Habt ihr da jetzt hier das Ding? Ja? Auch nicht. Ja, kein Plan, wo dieser Karkinov ist. Sammler. I can fight more. Please, give me a potion. Our troops are dying out there. I must go help. Bin gerade etwas verwirrt. Guck noch mal eben, wo ich das wegbringen müsste. Gar nicht, Alter, was laberst du? Doch nicht da oben. Please, give me a potion. Doch. Aber da war ich. Ah ne, das ist wieder woanders. Okay. Ach, das ist auf der anderen Seite. Ja gut. Da oben. So, jetzt läuft mir meine Nase. Jetzt muss ich auf jeden Fall Ende machen. Nase putzen. Nächstes Video. Wie es hier weitergeht mit den Quests. Ich werde auf jeden Fall das Fett erstmal durchquesten. Überall alles mögliche machen. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder richtig rund hier im Spiel. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.